Für die Fachkonferenz Teilgebiete wird das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung ein Notariat einrichten. Was ist nun die Aufgabe dieses Notariats? Das Notariat unterstützt die Fachkonferenz Teilgebiete dabei, ihren gesetzlichen Auftrag zu erfüllen. Dieser Auftrag lautet, die Fachkonferenz erörtert den Zwischenbericht Teilgebiete und übermittelt ihre Beratungsergebnisse an die Bundesgesellschaft für Endlagerung. Das bedeutet, der Zwischenbericht muss zentraler Beratungsgegenstand sein. Nur so kann die Fachkonferenz Teilgebiete ihre große Chance nutzen, frühzeitig Einfluss auf das Standortauswahlverfahren zu nehmen. Nun ist es so, dass die Fachkonferenz sich selbst organisiert. Selbstorganisation ist dabei aber kein Selbstzweck, sondern sie muss der Erfüllung der Aufgabe dienen. Dabei spielt natürlich die Moderation eine große Rolle. Zur Unterstützung werde ich während der Fachkonferenz Teilgebiete als juristische Beraterin tätig sein. Ich werde mit meinen Kolleginnen und Kollegen des sogenannten Notariats darüber wachen, dass die Fachkonferenz die gesetzlichen Vorgaben einhält. In Zweifelsfragen wird das Notariat die Fachkonferenz und die Moderation unabhängig beraten. Falls nötig, werden wir die Situation aufgrund des Standortauswahlgesetzes bewerten und entscheiden, was daraus folgt. Die inhaltliche Bewertung des Zwischenberichts Teilgebiete ist nicht meine Aufgabe. Das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung wird zu einem späteren Zeitpunkt prüfen, ob die richtigen Vorschläge für das weitere Verfahren auf dem Tisch liegen. Nun sind erst einmal Sie am Zug. Melden Sie sich noch heute an für die Auftaktveranstaltung der Fachkonferenz Teilgebiete am 17. und 18. Oktober.